Diese Klänge in der Altenmarkter Festhalle kommen von der Innsbrucker Böhmischen. Eine hochkarätige Besetzung, 7 auf einen Streich könnte man sagen. 6-mal Blech und 1-mal Schlagzeug. Nächstes Jahr feiern sie 30-jähriges Bühnenjubiläum, fast in der Originalbesetzung. Man weiß schon die Wehwehchen von jedem, aber das zeichnet, glaube ich, eine richtige Truppe aus, dass man hinter einem Projekt steht, nicht nur 2-3 Jahre, weil es einem gerade so zufällig taugt. In unserem Fall ist das eine Leidenschaft und eine Berufung. Wir haben vor knapp 30 Jahren angefangen, in Südtirol auf der Seiser Alm zu spielen. Neu war damals die 7er-Besetzung. Sie ist sozusagen eine Erfindung von Norbert. Wir haben gesagt, das ist unsere Sache, ist unser Ding, zu 7 zu spielen auf der Bühne, was damals neu war. Und mittlerweile sieht man nicht den Erfolg. Es gibt so viele 7er-Besetzungen, Innsbrucker-Besetzungen, 3 Trompeten, Tuba, Schlagzeug und Tenöre, also 7 Leute. Und in dem Sinne gibt es einfach Kraft auch für die Zukunft. Und ja, mit den Kollegen, wie gesagt, das ist eine tolle Einheit, sonst war das Ganze gar nicht möglich. Ein ganz großer Wurf gelang Matthias Rauch vor 10 Jahren. Er schrieb das Lied Böhmische Liebe. Das war wirklich eine vergessene Auftragskomposition einer befreundeten Kapelle. Und nur so, glaube ich, im Nachhinein können dann solche Momente oder solche Zeilen oder solche Notenzeilen entstehen. Und so außergewöhnlich, wie die Komposition sich entwickelt hat, so war auch dieser Abend, wo ich das geschrieben habe, also bis heute noch keinen Ton verändern müssen oder keine Zeile am Text. Das ist einfach dann so herausgesprudelt und in kürzester Zeit, innerhalb von einem halben Jahr, ist das explodiert. Die Böhmische Liebe ist ein Ohrwurm. Was den großen Erfolg ausmacht, lässt sich nur vermuten. Es ist einfach dieser außergewöhnliche Moment, die Zeit muss stimmen, also der richtige Zeitpunkt, die richtigen Gruppen müssen das am Anfang spielen und das war, glaube ich, bei mir der Fall. Und natürlich, was heutzutage ein riesengroßer Verteiler ist, sind die sozialen Medien. Es geht einfach in ein paar Minuten um die ganze Welt und das, glaube ich, macht es aus, ja. Wenn schon Musiker aus Tirol in Altenmarkt spielen, dann darf natürlich die heimliche Tiroler Landeshymne nicht fehlen. Du bist das Land, dem ich die neue Hand will, weil du so schön bist, mein Tiroler Land.